Zeit von dem Trainingslager in Marbella sind ihr im Fahrplan von den Zielen, die ihr euch für die 10 Tage gesetzt habt? Definitiv. Also, auch die Rückmeldungen vom Trainerteam sind sehr, sehr gut, sind sehr positiv. Wir fühlen uns alle gut. Wir haben Gott sei Dank bis jetzt noch überhaupt keine Verletzten oder auch nicht annähernde Verletzten. Und das sind immer so Indizien dafür, dass sehr, sehr gut geschafft wird und auch geworden ist in der Vergangenheit. Wir haben in der Winterpause einen Plan mitbekommen und haben das meiste davon gemacht. Ich glaube, momentan kann man noch rundum zufrieden sein. Da machen wir damals recht harte so Konditionsübungen. Es macht den Eindruck, als wäre es ein recht hartes Trainingslager. Täuscht das oder ist es irgendwie von der Intensität her härter, als auch schon war? Denke ich nicht. Ich glaube, dass bei dem Trainerteam, das wir jetzt haben, extrem viel Wert darauf gelegt wird, auf die Rückmeldungen aus der Mannschaft heraus. Wenn einer muskuläre Probleme hat und man sieht, das häuft sich, dann wird das Training ein bisschen angepasst. Es wird irgendwie nichts im Zufall überlassen. Das Volumen wird vorher genau angeschaut. Das ist eine Wissenschaft, die sie betreiben. Darum haben wir sehr, sehr wenig Verletzungen. Das Training ist hart, was es auch muss sein in der Vorbereitung. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie härter wäre als in der Vergangenheit. Die Stimmung, denke ich, ist extrem gut. Hat das auch mit der Tabellenlage zu tun und der Vorfreude auf die Champions League? Sicher auch. Es ist so, dass wir ja wirklich mit null Problem in die Rückrunde hinein können gehen. Wir sind Erster mit 8 Punkten Vorsprung, wir sind im Champions League Achtelfinale, wir sind im Cup im Viertelfinale. Also eine bessere Ausgangslage kannst du gar nicht haben. Wir sind praktisch die komplette Mannschaft ist da. Wir haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Das sieht man uns auch an während dem Training. Ich glaube, das kann jeder, der da oben ist, kann das bestätigen. Und wir sind rundum zufrieden momentan und es ist schon fast langweilig. Wie ist das Essen? Ja. Das weißt du genauso wie ich. Nein, es ist brillant. Wir haben unsere Köche dabei von Deutschland. Und jeder, der schon mal mit dem Gregor und seinem Kochteam gegessen hat, der weiß, wie hervorragend das ist. Also wir werden da sehr, sehr verwöhnt. Und wir haben ideale Trainingsbedingungen. Wir haben ein schönes Hotel, wir sind noch am Strand. Wir arbeiten hart, das ist auch klar. Aber eben das Essen ist auch wunderbar. Also, wir werden wirklich sehr verwöhnt. Aber ich finde es schön, dass wir eine Mannschaft haben, die das auch schätzt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht übertreiben mit der Überschwänglichkeit. Gibt es auch das eine oder das andere, das vielleicht jetzt halt zu so einem Trainingslager dazugehört, das aus eurer Sicht nicht sein müsste oder aus deiner persönlichen Sicht? Momentan nicht. Das ist natürlich einer, der so viele Trainingslager erlebt hat wie ich, ist natürlich das schon immer wieder einmal etwas Gleiches oder ein bisschen das Gleiche. Aber eben, das Wetter spielt mit. Das heisst, es ist sehr, sehr angenehm zum Trainieren. Man kann auch mal, wenn man kein Training hat, kann man einen Kaffee trinken. Das ist sehr, sehr schön. Als Familienvater ist es natürlich hart. Also man vermisst natürlich seine Familie schon. Aber für das gibt es ja mittlerweile FaceTime etc., wo man machen kann. Und von dem her ist das aushaltbar. Aber man freut sich natürlich dann schon auch wieder zum Heimgehen. Aber momentan sind wir noch da. Und wie gesagt, wir haben momentan wirklich keine Probleme. Und wir genießen es. Und es ist bis jetzt ein ganz gelungenes und tolles Trainingslager. Du hast deinen Vertrag verlängert. Weißt genau, es bestehen noch anderthalb Jahre statt nur ein halbes Jahr bevor. Das beruhigt wahrscheinlich auch ein bisschen. Man weiss, man hat quasi wie noch ein bisschen eine Karriereverlängerung und kann sich noch auf eine weitere Zukunft freuen. Ja, das ist sicher auch so. Aber es war ja so, dass ein gemeinsamer Entscheid war vom Verein, vom Trainer und von mir. Ich kann mir jetzt nicht den Vertrag verlängern aus Existenzangst oder wenn ich nicht weiss, was ich nach meiner Karriere machen will. Da habe ich schon gewisse Vorstellungen. Und darum ist es einfach so, ich habe gemerkt, dass ich noch sehr, sehr gerne Fußball spiele und dass ich auf dem Niveau noch mithalten kann und dass ich sehr, sehr gerne mit meinen Mannschaftskollegen zusammen bin. Also das macht unglaublich Spass in dieser Mannschaft. Und wenn alles noch so gut stimmt, dann ist es ja eigentlich doof, wenn man aufhört. Und darum habe ich mich dann relativ schnell, ich habe ja auch das in anderen Interviews gesagt, nach dieser Sache mit dem Rücken, wo man das dann auch wieder extrem lernt schätzen, was für ein Privileg man hat, habe ich mich relativ schnell entschieden, den Vertrag zu verlängern. Ganz Basel ist natürlich froh darum, dass du im FCB noch erhalten bleibst. Könntest du dir trotzdem vorstellen, vielleicht ein bisschen langsam loszulösen und dann in absehbarer Zeit, dass dir keine Zacken aus der Krone fallen, wenn du vielleicht nicht im Ganzen so viele Einsatzminuten hättest, wie das in der Vergangenheit und jetzt immer noch der Fall ist? Mir fällt ganz sicher keine Sachen aus der Krone, wenn das so wäre. Es ist so, wie genau meine Rolle nächstes Jahr aussieht, das weiss ich nicht. Es ist sicher so, dass ich ein ehrgeiziger Mensch bin, versuche der Mannschaft zu helfen, wenn es nur geht. Und wenn das irgendwann einmal drin besteht, dass ich die Mannschaft mehr vom Spielfeldrand aus anführe,
und versuche mitzuziehen, dann ist das nun mal so. Ich bin immer noch der Meinung, ich kann mitspielen, also das reicht mir noch. Aber ich bin ja auch extrem glücklich, dass zum Beispiel der Brel den Vertrag verlängert hat, weil er macht das hervorragend und auch er ist noch sehr, sehr jung. Auch er wird Phasen haben, wo er vielleicht nicht immer auf einem absoluten Top-Level spielt. Auch er braucht mal eine Pause, genauso wie ich. Wir können zusammenspielen, also es ist da alles tipptopp. Die zwei Verlängerungen sind sehr, sehr gut gewesen, auch für den FC Basel. Und wie gesagt, auf deine Frage zurückkommen, mir würde Sicherheitssacken aus der Krone gehen. Der älteste und der jüngste vorne innen, die gleichzeitig den Vertrag verlängert haben, eine spezielle Geschichte, ganz eine spezielle Geschichte, ist natürlich auch der Champions League Achtelfinal, der auf euch zukommt. Ist das auch schon ein bisschen das Thema? Es ist ja nicht mehr allzu weit weg jetzt, die beiden Matches gegen Porto. Ja, man tut sicher bewusster verfolgen, was Porto für Resultate hat oder wie sie spielen im Moment. Und das ist für uns natürlich eine ganz tolle Sache, die wir uns auch verdient haben. Und es ist ein Gegner, der viel gerissen hat in Europa in den letzten Jahren. Und natürlich eine ganz, ganz grosse Hürde ist. Aber wir haben den Glauben in Basel immer, dass wir gegen vermeintlich bessere Mannschaften gewinnen können. Das haben wir in der Vergangenheit einfach bewiesen. Und darum will ich auch nicht zu tief stapeln. Es ist klar, dass sie der Favorit sind in diesem Spiel. Aber mit zwei perfekte Spiel oder fast perfekte Spiel sind wir nicht chancenlos. Und das wissen wir auch. Aber wir werden das wie immer machen. Wir gehen mit viel Respekt und viel Demut an die Aufgabe an. Und dann werden wir schauen, was rauskommt. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Chance haben. Ja, vor allem, weil Liverpool rausgeht, kann auch Porto rausgehen. Trotzdem würdest du Porto stärker einstufen als aktuelle Liverpool? Ja, tue ich ja. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hat, z.B. in der ersten Halbzeit in Liverpool, dann wäre das wahrscheinlich alles noch ein deutlicher rausgekommen. Also wir sind auch dort extrem zu Chancen gekommen. Und es ist wieder ein ganz neues Spiel, es ist eine ganz andere Spielart. Die portugiesischen Mannschaften sind uns in der Vergangenheit nicht so gelegen. Es ist Zeit, das einmal versuchen zu korrigieren. Aber auf deine Frage wieder zurückzukommen, ist Porto schätze ich stärker als Liverpool. Ja. Die Vorfreude ist gross und der Tag in Marbella schon langsam zählt. Immer wenn es in die zweite Halbzeit geht, genießt du es noch oder hast du Angst vor einem Lagerkoller? Angst habe ich nicht, aber ich weiss aus der Vergangenheit, dass das immer mal möglich ist, dass der Lagerkoller kommt. Bis jetzt habe ich noch keine Anzeichen dafür. Und wir haben am Samstag einen freien Tag genommen, den wir nutzen können, wie wir wollen. Ein paar werden ein bisschen in die Stadt gehen, ein paar werden Golf spielen. Und das ist so irgendwie recht gut, dass man da nach, sage ich jetzt mal, zwei Drittel vom Trainingslager mal so einen freien Tag hat, wo man ein bisschen etwas anderes machen kann. Und ich glaube nicht, dass es dieses Jahr ein Lagerkoller wird geben. Du gehörst zu der Golffraktion. Wer ist am stärksten? Was haben das so für Handicaps und insbesondere du? Ja, mein Handicap war im Herbst der Rücken, sonst ist kein Handicap. Nein, ich habe Platzreife und das haben ein paar andere auch. Am regelmässigsten und wahrscheinlich am besten spielt schon der Fabian Frey. Also, dann wünschen wir noch viel Spass, viel Erfolg und ich glaube, Spass dürfen wir sagen, so ein Trainingslager soll ja auch Spass machen. Ja, unbedingt. Die Arbeit sollte immer Spass machen, sonst haben wir wahrscheinlich den falschen Job. Gut, viel Spass beim Saunieren. Dankeschön.